So, meine Freunde, es geht ja heute mit Alan Wake und dem wirklich letzten Kapitel, und zwar der Schriftsteller. Ja. Bisher bei Alan Wake. Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Nachdem ich meine Frau vor dem mysteriösen Dunkel gerettet hatte, war ich am dunklen Ort gefangen. Fantasie kann hier dein Feind sein! Einer albtraumhaften Welt, die irgendwo jenseits der Ufer unserer Existenz liegt. Ihretwegen geschieht das alles. Du musst tun, was Zane dir sagt. Folgen Sie dem Signal. Kommt das wirklich alles aus meinem Kopf? Der dunkle Ort spielt Ihnen Streiche. Auf dem Weg durch die sich ewig verändernde Landschaft versuchte ich, Thomas Zane zu erreichen. Sie sind in Ihren Albträumen gefangen. Sie gehen immer tiefer rein. Na bitte, Alan. Hartman? Sie bilden sich das ein. Das ereignet sich alles nur in Ihrem Kopf. Nein. Im Ernst, Ray? Dieser Rahmen gerät außer Kontrolle. Nein, raus aus meinem Kopf. Reiß dich zusammen, Alan. Du weißt doch, die Realität ist hier anders. Genau das meinte ich, Al. Ach, verdammt. Gerade in den Zwischensequenzen. Das gibt's doch alles gar nicht. Oh, das hat er gespeichert irgendwie. Aber. Scheiße. Hältst du hier fest? Du musst selbst einen Weg nach draußen finden. Ich warte. Denk daran, du bist immer noch am dunklen Ort. Das weißt du, ja? Ich will dich nicht beunruhigen, Kumpel, aber es geht um die Wurst. Schön. Ich spürte, wie der Druck zunahm. Barry hatte recht. Die Zeit lief davon. Alles, was ich sah, war eine dunkle, verdrehte Version der Realität aus meinen Erinnerungen und Gedanken. Na, wie kommst du denn da drauf? Warte, wie dick sind deine Bücher? Geht ja gar nicht, je. So, als erstes müssen wir den hier drehen. Ungefähr hier so. Zack. Noch nicht gereicht. So, jetzt aber. Habt ihr gesehen? Die Lampe schwenkt rüber zu dieser Schrift da hinten. Und dann macht's bumm und dann ist alles cool. Ich musste es akzeptieren. Wenn all dies meinem Geist entsprang, dann ließ ich selbst es geschehen. Ich kämpfte buchstäblich gegen mich selbst. Ein Moment der Klarheit. Er kämpft gegen sich selbst, ja. Alan ist... Überraschung. Alan ist ein wenig verrückt, wie wir festgestellt haben. Er kämpft gegen sich selbst. Er ist nicht mal er selbst. Er. Er macht sich selbst... Er macht sich selbst... verrückt. Praktisch. Er will das doch gar nicht, er. Er will ja nur noch zurück. Aber es wird schwierig. Der Weg dorthin ist steinig. Und gefährlich. Aber wir werden ja schon hinkriegen. Nach dem Abschluss von Departure war ich selbst auch fertig. Ich hatte nur Alice retten wollen. Danach wollte ein Teil von mir aufgeben und sterben. Aber ich hatte nicht aufgegeben. Thomas Zane hatte mich gefunden. Ich hatte eine Albtraumlandschaft durchquert. Und war seinem Signal gefolgt. Er hatte mir gesagt, dass ich zu tief hineinging. Ich wusste nicht, ob er den dunklen Ort oder den Wahnsinn meinte. Vielleicht war es dasselbe. Also diese Episode ist definitiv Wahnsinn. Ja, müsst ihr mal drauf achten. Also hier geht richtig was ab. Zack. Hey Al! Gut gemacht! Du bist also echt irre, was? Mal ehrlich, damit haben wir doch gerechnet. Naja, aber ich fühle mich recht vernünftig, den Umständen entsprechend. Verrückte wissen nicht, dass sie verrückt sind, deshalb sind sie verrückt. Er gibt irgendwie Sinn. Okay. Wir reden jetzt mal mit Zane. Machen wir schon mal. So. Jede Menge Feuer.
klasse! Wake hörte die Old Gods spielen. Die Musik war ganz verdreht. Sie zog die Schreckgestalten an. Oh nein. Ja, das ist jetzt eine... die einzige knifflige Stelle hier im Spiel. Oh Scheiße. Deswegen müssen wir direkt Feuerwerk anmachen. Nein, hört auf damit. Hört auf damit. Ist wesentlich einfacher, wenn ihr direkt das Feuerwerk anmacht. So. Das Feuerwerk hält übrigens den ganzen Kampf über. Also keine Scheu. Das auch einzusetzen. Immer schön im Licht stehen, das hilft ungemein. So, von wo kommen die jetzt? Ja. Sehr schön. Ja, sehr ironisch, Barry. Wow. Komm ja auch schon von hinten, ey. Fuck. Nein, aufhören. Okay. Schieß. Wir haben es geschafft. Das war knapp. Fast wären wir gestorben. Aber hey, wir haben es geschafft. Du kannst jetzt reingehen, Al. Der Große hat die Tür eingeschlagen. Ja, Barry, ich weiß. Okay. Barry, der nicht existiert. Okay, wo ist er denn, der Mister? Hoch. Wow, das ist typisch du, Al. Immer machst du alles so kompliziert. Ja. Das ist nur eine Erinnerung. Selbst deine Erinnerungen sind kompliziert. Oh, Mr. Zane. Ja, du wirst wohl mit Zane reden müssen, jetzt, weil er tatsächlich hier ist. Ich lasse euch, nicht die Gestalten einfach mal... Zane. Sie waren gut, Alan. Jetzt kann ich sie begleiten. Sie sind in ihrem Traum gefangen. Sie müssen sich wecken, aber erst müssen sie sich selbst finden. Die Hütte? Ja, meine Hütte. Das wird nicht leicht. Ihr früheres Werk kann Ihnen helfen. Ich habe noch einige Seiten Ihres Manuskripts übrig. Solche Worte sind hier mächtig. Den muss ich selbst gewinnen.